Ja, ist ja bei uns öfter in der Saison schon passiert, dass wir am Ende nochmal ein Tor gefangen haben. Deswegen bin ich umso glücklich, dass wir es geschafft haben, das 1-0 über die Zeit gerettet haben und die jetzt die 3 Punkte haben. Das ist natürlich was richtig Geiles für mich und ich freue mich super. Und ja, nach der langen Durchstrecke, die ich jetzt hatte, freut es mich natürlich doppelt. Ich habe nie aufgegeben und ja, dann wurde ich heute dafür mal belohnt. Ja, Druck. Druck haben wir eigentlich immer ein bisschen hier, ne? Und, aber wir wussten natürlich, dass das Derby enorme Präsenz mit sich bringt und wir haben gesagt, dass wir aber eine gute Mannschaft sind. Das haben wir auch gegen Ringsburg gezeigt, nur haben wir da die Tore nicht gemacht und dann zweimal nicht aufgepasst. Aber wir haben gesagt, wir sind gut drauf, wir geben sowieso hier zu Hause vor vollem Haus, wir geben Druck, wir machen alles, holen alles nochmal aus uns heraus und das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen. Ja, ist natürlich unglaublich. Es ist eine überragende Stimmung heute auf dem Platz gewesen und auf den Rängen und ja. Ich glaube, wir wären alle sehr enttäuscht und uns auch alle abgemeldet, wenn es heute noch einmal schief gegangen wäre. Ja, wir sind sehr glücklich, aber wir sollen uns heute noch mal freuen. Aber ich denke, ab morgen sollen wir uns auch auf Erfurt konzentrieren, weil ich glaube, einen Sieg brauchen wir noch. Ja, wir sind also von unserer Seite aus sehr schleppend ins Spiel gekommen. Haben viele einfache Ballverluste gehabt. Münster hat das dann ausgenutzt, haben dann sehr schnell umgeschaltet, haben eine schnelle Handlung gehabt. Hatten vorher schon eine Chance, dann haben wir aus unserem Freistoß in der Organisation keine gute Staffelung gehabt, haben einen Gegenschlag bekommen, 0-1. Hätten dann aus meiner Sicht, hätte Münster eine klare rote Karte kriegen müssen. Nicht, dass ich sie fordere, aber so ist einfach die Regel. Aber dass der Schiedsrichter die nicht pfeift, das war völlig klar. Weil er wusste, wenn er pfeift, muss er runterschmeißen und das wollte er nicht. Aber das ist eigentlich die Auslegung. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns bemüht, aber ohne großartig viele Torchancen zu erspielen. Nur eine Torchance, das waren aber mehrere in einer Aktion. Und die haben wir aber nicht genutzt und von daher haben wir dann 1-0 verloren. Ja, weil ich denke, dass wir von ersten Minuten schon gut ins Spiel reingekommen sind. Wir haben sehr früh attackiert, wir haben die Mannschaft von Osnabrück beschäftigt. Die sind gar nicht ins Spiel gekommen. Natürlich zweite Halbzeit, die haben nichts mehr zu verlieren gehabt, haben versucht, ein bisschen Druck zu machen, aber das war nur optisch. Im Grunde genommen haben sie nicht so viel Torchancen ausgearbeitet und deswegen, das war für mich entscheidend und ausschlaggebend, warum wir das Spiel gewonnen haben.